Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Ich zeige in diesem Video, welche Einstellungen ich auf meiner Fritzbox vornehmen musste, nachdem ich von 1 und 1 auf die Telekom gewechselt bin. Der Umstieg hat reibungslos funktioniert, aber mein angeschlossenes Decktelefon war nicht mehr funktionsfähig. Wir sehen, ich bin hier bereits auf meiner Fritzbox im Menüpunkt Telefonie unter eigene Rufnummern. Man erkennt hier auch, dass die Rufnummer der Telekom, die neue Rufnummer hier bereits funktioniert. Ich werde nun aber einmal zeigen, welche Einstellung ich hier vornehmen musste. Ich bin dazu auf neue Rufnummer gegangen, Internetrufnummer, weiter, musste mir hier nun meinen neuen Telefonanbieter raussuchen, das ist die Telekom. Musste hier die Ortsvorwahl eingeben, 0 und die vollständige Rufnummer und auf Weiter klicken. Weiter. Es wird nun geprüft, ob das Ganze klappt. Und nachdem das Ganze erfolgreich geprüft worden ist, kann ich auf Weiter gehen. Und wir sehen hier, die Rufnummer ist erfolgreich eingebunden. Die habe ich jetzt zwar doppelt eingebunden und werde die eine Nummer nachher wieder löschen, aber grundsätzlich ist das der Vorgang, den ich hier durchzuführen habe. Ich habe außerdem hier unter Anschlusseinstellungen hier ebenfalls nochmal die Rufnummer mit meiner Ortsnetzvorwahl und der Landesvorwahl eingegeben und Festnetz aktiv gewählt. Außerdem bin ich hergegangen und habe hier an dieser Stelle für ausgehende Rufnummern meine eigene Festnetznummer angegeben. Das habe ich im ersten Versuch nicht getan. Das war dann so, dass ich zwar Rufe empfangen konnte auf meinem Decktelefon, aber es war mir nicht möglich, aus meiner Anlage heraus Anrufe vorzunehmen. Weiterhin habe ich auf meiner Anlage unter Telefoniegeräte mein Decktelefon angemeldet. Auch hier werde ich einmal die Einstellung zeigen. Zum Anmelden des Decktelefons habe ich bereits ein weiteres Video erstellt, das ich hier oben verlinke. Wir sehen hier, ich habe dem Decktelefon, ein Schnurlostelefon, einen Namen gegeben und habe hier auch eine ausgehende Telefonnummer angegeben, genauso wie in dem Menü zuvor, sodass jetzt also das Ganze auch funktionieren sollte, ohne dass ich die Einstellung in dem bereits gezeigten Menü vornehmen muss. Weiterhin habe ich unter Deckt hier Deckt Basisstation aktiviert. Das ist erforderlich, um überhaupt Decktelefone direkt mit der Fritzbox betreiben zu können. An dieser Stelle kann man übrigens die PIN ändern, die man benötigt, um ein Decktelefon anzumelden. Das wesentliche Problem, das sich bei mir bei der Umstellung ergeben hat, scheint mir aber darin zu liegen, dass eben unter eigene Rufnummern, Telefonie, eigene Rufnummern, hier der falsche Anbieter eingetragen war. Es hat übrigens nicht geklappt, über dieses Menü hier den Anbieter zu ändern, sondern ich musste tatsächlich hergehen und über neue Rufnummern die neue Verbindung anmelden. Ja, soweit zu diesem Thema. Ich hoffe, ich konnte Ihnen helfen, falls Sie das gleiche Problem haben. Über einen Daumen hoch und über ein Abo würde ich mich natürlich sehr freuen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.